Batman, Singer Group, Bullseye, 210, 16, 1, 3000, maneuvering suspect. Die Frau hat die schönste Stimme auf der Welt. Hahaha. Sie geht eben genau in die Straße durch. Ja. Und zeigt quasi, wo wir sind. Jetzt wollen Sie uns auch aufrufen. You are intercepted by Swiss Air Force F-18. You're inside prohibited area. Let your call sign and attention. Hey, zack, boom, touch, es ist so schnell gegangen. Das sind die zwei Kampfjets, die zwei FA-18 bei uns gewesen. Der eine geht nebendran, um zu schauen, was läuft eigentlich mit dem Flugzeug. Weil wir haben ja ihren Funkspruch ignoriert. Jetzt können sie schauen, sie sehen uns quasi ins Cockpit rein, ob wir vielleicht ohnmächtig sind, ob wir irgendwelche Handzeichen geben, dass irgendwie ein Funkgerät kaputt ist, oder ob wir vielleicht ein Messer zwischen den Zähnen haben und dann gefährlich kommen möchten. Hast du das Gefühl, gefährlich kommen kannst du im Fall im Schweizer Luftraum, glaube ich, irgendwie niemandem, weil gerade hinter uns ist der Shooter, also der Shooter FA-18, der schaut, dass, falls wir wieder Scheiß machen, er einfach uns könnte abschiessen. Aber abschiessen muss man uns wirklich nicht. Es ist ja nur eine Übung. Jetzt siehst du, jetzt geht alles ablesen. White on top, white below. Siehst du, jetzt wird er uns beschreiben. Black strip in the middle. Alpha 941, Swiss Air Force. Nothing special. We had a completed standing by on the left. Alpha 941, you're inside prohibited airspace. If you read, turn left. Heading 270. Immer noch nicht. Nein, kaputt. Der Kampfjet-Pilot hat jetzt uns beschrieben. Er sieht nothing special bei uns, also nichts Spezielles. Da ist weder jemand in Ohnmacht im Cockpit, noch sind wir irgendwelche Feinde mit Waffen. Sondern vermutlich funktioniert einfach unser Funkgerät nicht, weil wir wieder nicht reagieren. Was macht man? Es gibt internationale Zeichen, auch in der Luft, wenn man nicht miteinander schwätzen kann. In diesem Fall ist das sogenannte Wing Rocking. Das heisst, er gewackelt mit den Flügeln und wir bestätigen, wir gewackeln auch mit den Flügeln im Sinne von, hey, wir haben dich gesehen, hey, wir haben gecheckt, wir sind an einem falschen Ort und jawohl, wir folgen dir. No reaction proceeding for Wing Rocking. Jetzt wackelt er mit den Flügeln, hä? Jawohl. Wackelt ihr mit den Flügeln? He's following me and phase one knocked off. Jetzt wird der FA-18-Pilot uns einfach aus dem geschützten Luftraum raus begleiten. Jetzt geht er vorne. Jetzt nimmt er mich mit. Ja, wohl zeig, ja, du kannst 40'000 Franken. Ist es wirklich sinnvoll, dass wir das in der Schweiz haben? Wie häufig passiert denn das? Also weißt du, dass jemand in den Luftraum kommt? Weißt du, man macht eine Mission auf Staatsflugzeug. Ja. Also wenn jetzt, egal welche Nation, irgendwelche Diplomaten oder Politiker über die Schweiz durchfliegen, ja, macht man genau so eine Mission. Aber weißt, ich meine mehr so Verhältnismäßigkeiten. Ja, also weißt du, man darf nicht vergessen, der Auftrag, das ist ja so international, also man muss das. Das ist ja in der Verfassung drin. Also wir sind eigentlich die direkten ausführenden Hände von unserer Politik. Du bist quasi hier im Einsatz fürs Vaterland. Ja. Also das bedingt ja schon einen gewissen Patriotismus. Ja, auf jeden Fall. Und zudem, also, das gehört natürlich schon dazu. Also, ich stehe sehr hinter dem Staat, auch hinter der Armee, der Luftwaffe. Und ich muss schon sagen, ich bin stolz, ein Schweizer, in jedem Fall, ja.